Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. In diesem Video wollen wir uns einen dritten abstrakten Datentyp angucken, nämlich das sogenannte Wörterbuch. Ein Wörterbuch soll für uns etwas Dynamisches sein, also anders als ein klassisches Wörterbuch, das wir aus dem Regal nehmen, in das wir nicht schreiben können, sollen unsere Wörterbücher so aufgebaut sein, dass wir in sie jederzeit etwas einfügen können. Daraus ergibt sich die erste Operation, die wir für unsere Wörterbücher haben wollen, nämlich eine Funktion Insert. Diese soll einen Schlüssel und einen Wert bekommen. Schlüssel-Wertpaare kennen wir schon, sind uns schon mal im Zusammenhang mit Attributen begegnet. Und hier ist das ganz ähnlich. Der Schlüssel wäre also bei einem, nehmen wir mal an, wir hätten ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch beispielsweise, dann wäre das deutsche Wort der Schlüssel, der englische Begriff dazu wäre dann entsprechend der Wert, der Value also. Also das deutsche Wort der Key, der englische der Value. Wir könnten das natürlich genau umgekehrt machen für ein englisch-deutsches Wörterbuch. Da wäre dann das englische Wort der Schlüssel, nach dem wir suchen, und der Value dazu wäre dann die deutsche Übersetzung. Solche Wörterbücher sind aber auch allgemeiner einsetzbar. Es könnte sich beispielsweise auch um ein Lexikon handeln. Ein Lexikon wäre dann eben so aufgebaut, dass der Schlüssel das Wort ist, unter dem wir den Eintrag finden würden im Lexikon, und der Wert dazu wäre dann eben der ganze Text, der dazu steht. Oder vielleicht sogar ein noch komplexeres Objekt, nicht nur ein Text, sondern vielleicht sogar mit enthaltenen Bildern oder was auch sonst noch immer. Das heißt also, unsere Objekte, die Schlüssel müssen einfach sein, die Schlüssel müssen schnell durchsuchbar sein, das ist eine Anforderung, die müssen vergleichbar sein. Dafür können wir Zeichenketten oder Zahlen beispielsweise nehmen. Unsere Werte können aber beliebig komplex sein, das können auch beliebige Objekte sein. Wir könnten also zum Beispiel in einem Wörterbuch auch eine Liste von, sagen wir mal, den Studierenden unserer Universität verwalten. Und dann wären halt die Matrikelnummern beispielsweise die Schlüssel. Und alle Daten, die wir zu einem Studenten gespeichert haben oder einer Studentin, wären entsprechend der Wert, den wir dazu hätten. Oder wir könnten beispielsweise ein Telefonbuch haben. In einem Telefonbuch wäre der Name der Schlüssel und die Telefonnummer dazu wäre der Wert. Ja, und da merken wir jetzt schon, da haben wir ein kleines Problem. Der Schlüssel wäre nämlich nicht eindeutig. Es könnte ja mehrere Leute gleichen Namens geben. Und das ist häufig sogar so. Und das ist natürlich etwas, was nicht zulässig ist. Der Schlüssel muss eindeutig sein, so verlangen wir das in unseren Wörterbüchern. Jeder Schlüssel darf nur genau einmal im Wörterbuch vorkommen. Man kann modifizierte Wörterbücher schreiben, die das erlauben, dass ein Schlüssel mehrfach vorkommen darf. Das machen wir hier aber nicht. Wir wollen uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Unser Schlüssel muss immer eindeutig sein. Eben wie beispielsweise Matrikelnummern oder wenn wir beispielsweise eben einen Online-Shop hätten, könnten wir Produktnummern auf diese Art und Weise verwenden. Die Produktnummer wäre dann der eindeutige Schlüssel. Der Wert dazu wäre die komplette Produktbeschreibung und vielleicht nicht nur die Beschreibung, sondern auch noch eben ein Bild und Bewertungen und ich weiß nicht was alles. Also unsere Werte können beliebige Komplexität erlangen. Wenn wir etwas einfügen wollen in unser Wörterbuch, müssen wir natürlich genau das festlegen. Wir müssen sagen, unter welchem Schlüssel soll das Ding abgespeichert werden, unser Objekt, was wir da jetzt haben, und was ist denn der Wert, der dazugehört. Der Wert, den lassen wir, wie gesagt, offen, deshalb ist das ein abstrakter Datentyp, oder das ist einer der Gründe, warum das ein abstrakter Datentyp ist. Wir sagen also nicht, was für Objekte wir hier speichern wollen, beliebige Werte sollen das sein. Was wir auch im Moment nicht vorsehen wollen, ist, dass wir den Wert zu einem Schlüssel aktualisieren können. Dann könnte man noch eine zusätzliche Methode Update einführen. Die würde es dann beispielsweise erlauben, dass wir einen Eintrag nachträglich modifizieren. Das wollen wir aber hier nicht machen. Wir machen es, wie gesagt, relativ einfach. Wir wollen nur neue Objekte einfügen können unter einem gegebenen Schlüssel und wir wollen sie nachschlagen können. Also die Methode Insert als erstes also, die müssten wir dann eben so aufbauen, dass wir eben, nehmen wir mal den einfachen Fall eines wirklichen Wörterbuchs, Deutsch-Englisch, dass wir also mit Insert zwei Zeichenketten übergeben, nämlich zuerst als Schlüssel das deutsche Wort und als Wert dann das entsprechende englische Wort, jeweils als Zeichenkette. Und so sollte dann mit Insert unser Wort oder unser Eintrag, sollte ich vielleicht allgemeiner sagen, in unser Wörterbuch eingefügt werden. Wir wollen dann natürlich auch in der Lage sein, zu einem gegebenen Schlüssel den entsprechenden Wert wieder aus dem Wörterbuch auszulesen. Wäre ja dumm, wenn wir nur Sachen reinschreiben könnten, aber nie wieder nachschlagen könnten. Das ist ja der Sinn eines Wörterbuchs. Wir wollen also beim richtigen Wörterbuch eben den deutschen Wert eingeben, sagen wir suchen jetzt zu dem Wort Hirsch beispielsweise die Übersetzung. Also liefere uns die bitte zurück und was das Ding zurückliefern soll, das Wörterbuch, ist dann natürlich entsprechend die englische Übersetzung an der Stelle oder allgemeiner gesprochen wieder zu einem Schlüssel der entsprechende Eintrag, also der entsprechende Studentenobjekt, das entsprechende Buchobjekt, was auch immer wir also gespeichert haben, ein Produkt, was wir gespeichert haben, was auch immer, also der Wert soll zurückkommen. Lookup muss also entsprechend einen Rückgabewert liefern und der Rückgabewert soll sein der Wert, den wir zu diesem Schlüssel im Wörterbuch gespeichert haben. Auch die Methode Insert wollen wir übrigens mit einem Rückgabewert versehen.
Die sollen nämlich true zurückgeben, wenn das Einfügen geklappt hat, und false, wenn es nicht geklappt hat. Das bedeutet also, wir können eben auf diese Art und Weise mit dem Insert auch feststellen, ob ein Wort schon enthalten war im Wörterbuch, denn dann dürften wir es ja nicht erneut einfügen, weil ein Schlüssel ja, wie gesagt, nur einmal vorkommen darf. Wenn wir diese Prüfung nicht machen würden, wäre es ein bisschen einfacher. Wir wollen aber diese Prüfung machen. Das heißt, wir überprüfen grundsätzlich erstmal, ist das Wort schon enthalten, also ist ein entsprechender Schlüssel schon vorhanden. Und wenn das der Fall ist, dann erlauben wir eben das Einfügen nicht. Und nur ansonsten erlauben wir es, und das geben wir eben nach außen auch als Rückmeldung über eben den Rückgabewert true oder false zurück. Lookup, wie gesagt, erhält als einen Schlüssel als Parameter und gibt dann entsprechend den Wert dazu zurück. Und dann haben wir noch eine letzte Methode, die wir umsetzen wollen. Konkret wollen wir auch noch eine toString-Methode haben, die uns das komplette Wörterbuch ausgibt, aber da kümmern wir uns später drum. Die dritte wichtige Methode, die wir hier haben, ist die Methode remove. Mit der können wir ein Wort aus dem Wörterbuch löschen, also einen Eintrag aus dem Wörterbuch löschen. Nehmen wir wieder das Beispiel eines Produktkatalogs. Das Produkt existiert nicht mehr bei uns, wir bieten es nicht mehr an, dann wollen wir es eben aus unserem Katalog entfernen. Oder die Universität, ein Student wird exmatrikuliert oder exmatrikuliert sich, hat seinen Abschluss geschafft, dann ist er natürlich anschließend nicht mehr Mitglied der Universität, muss also aus den entsprechenden Listen gelöscht werden. Und das ist genau das, was wir mit Remove machen. Auch der Methode übergeben wir natürlich nur einen Schlüssel, also beim Studenten die Matrikelnummer beispielsweise, und dann würde das entsprechende Objekt gelöscht werden, wenn es vorhanden ist zumindest. Und dann gibt die Methode true zurück, weil es dann tatsächlich auch gelungen ist, dieses Element zu entfernen. Wenn es dagegen nicht gelingt, weil nämlich beispielsweise der Schlüssel gar nicht im Wörterbuch enthalten war, also der Student schon gar nicht mehr in unserer Liste drin war oder wir eine zufällig geratene Matrikelnummer verwendet haben, die es aber gar nicht gibt, dann würde unsere Methode remove entsprechend false zurückgeben. Auf diese Art und Weise können wir dann also eben, wie gesagt, diese ganzen Operationen durchführen. Und mit diesem Wörterbuch haben wir, auch wenn das erstmal sehr eingeschränkt klingt, ein sehr umfangreiches Anwendungsspektrum, was man damit alles machen kann. Und deshalb wollen wir uns dieses Ding jetzt genauer angucken. Das Erste, worüber wir uns einmal kurz Gedanken machen müssen, das ist aber eben sozusagen noch ein bisschen nebenläufig, was wir hier gerade machen, das ist nämlich, was wollen wir denn tatsächlich speichern? Und das können eben, wie gerade schon beschrieben, verschiedenste Dinge sein. Wir machen es uns hier ganz einfach. Unsere Wörter sollen tatsächlich einfache Wörter sein, also Deutsch-Englisch-Übersetzungen sein. Das heißt eben, unsere Wörter sind einfach so aufgebaut, dass sie bestehen, so wie wir das da rechts sehen. Im Grunde genommen kann man sich das also wie so ein Doppelkästchen vorstellen, wenn man so möchte, wo in Fett gedruckt oben steht der Schlüssel und als Wert unten drunter eben die entsprechende englische Übersetzung. Das heißt also, wie gesagt, man kann sich das als so ein Kästchen vorstellen. Intern ist das natürlich nicht als Kästchen gespeichert, sondern eben in Eigenschaften. Und das sehen wir links in unserem Quelltext. Die Klasse Word hat eben dementsprechend einen Konstruktor, dem wir einen Schlüssel und einen Wert übergeben würden. Also wir würden eben dann Hirsch und Deer beispielsweise übergeben. Diese beiden Werte würden in den Eigenschaften Key und Value gespeichert werden. Und unsere Wörter verfügen außerdem über eine Methode toString, mit der sie sich ausgeben können. Sie würden sich einfach als Absätze ausgeben. So machen wir das ganz einfach, sodass wir das Wörterbuch also auf diese Art und Weise eben, ja, wie gesagt, einfach ausgeben können. This.key würde da hingeschrieben werden, dann ein Doppelpunkt und hinter dem Key würde dann eben der Wert geschrieben werden. Also einen Absatz würden wir dann für dieses Wort eben entsprechend ausgeben, wenn wir das Wort ausgeben würden hier. Hirsch, Doppelpunkt, Deer. Und das wäre eben, wie gesagt, als Absatz zu sehen, wenn wir diese Methode aufrufen. Und wir können eben, wie wir das ganz unten im Beispieltext sehen, mit New Word Hirsch Deer oder New Word Feuerwehr 112 beispielsweise, könnten wir eben einen entsprechenden Wörterbucheintrag bzw. Telefonbucheintrag beispielsweise vornehmen. Komplizierter sind unsere Objekte hier nicht. Wir könnten, wie gesagt, als Value auch ganz andere Dinge haben, viel komplexere Objekte. Und tatsächlich würde das sogar auch funktionieren, wenn wir unsere Buchobjekte hier einsetzen würden vom letzten Mal. Das könnten wir hier auch machen, weil auch diese Buchobjekte ja wissen, wie sie sich als Zeichenkette ausgeben würden. Müssen wir ein kleines bisschen modifizieren, weil wir da mit Tabellen gearbeitet haben. Aber das ist gar nicht so kompliziert. Wir wären relativ schnell dabei, dass wir also auch einen Buchkatalog beispielsweise haben könnten. Da müssen wir uns nur überlegen, was wir als Schlüssel verwenden würden. Zum Beispiel eben so etwas wie die ISBN-Nummer, die ja genau zu einem solchen Zweck erfunden worden ist. So einfach sehen also unsere Wörter aus. Und jetzt können wir die Wörter in einem Wörterbuch schreiben. Das Wörterbuch, auf Englisch heißt es Dictionary, sieht dann eben entsprechend so aus, dass es eben auch einen Konstruktor natürlich benötigt. Und dieser Konstruktor, wenn wir also ein neues Wörterbuch erstellen wollen, New Dictionary, und das dann in einer Variablen speichern würden, war let d gleich New Dictionary beispielsweise, dann könnten wir auf diese Art und Weise ein leeres Wörterbuch zunächst erzeugen. Und bei diesem Wörterbuch machen wir das ähnlich, wie wir das in den letzten beiden Videos gesehen haben. Wir haben eine interne Eigenschaft Data, die soll wieder nur intern verwendet werden. Von außen wird man keinen Zugriff auf sie verwenden wollen,
Es ist zwar theoretisch möglich, aber wir wollen das nicht tun. Wir wollen nur mit den Methoden darauf zugreifen, auf das Wörterbuch. Wir haben aber intern wieder eine Datenstruktur und die werden wir tatsächlich in der nächsten Woche uns mal angucken, was die für Nachteile hat und werden die dann durch eine komplett andere Datenstruktur ersetzen, ohne dass sich aber an dem Wörterbuch Dictionary nach außen hin etwas ändert. Das heißt, unsere Abstraktion, die wir in dem Datentyp vornehmen, wird sich da nochmal zeigen, dass wir nämlich eben die interne Struktur hier zunächst mal eigentlich in dem Wörterbuch gar nicht festgelegt haben. Erst in dem Moment, wo ich es implementiere, muss ich mir überlegen, wie ich das denn machen möchte. Hier, wie gesagt, verwenden wir ein Array. Und dann sieht das eben so aus, dass wir eben da rechts beispielsweise, habe ich schon mal so ein kleines Array hingemalt. Das können wir jetzt hier zunächst mal eben, wie gesagt, zum Beispiel für das erste Tier machen. Wenn wir jetzt ein weiteres Tier einfügen, würde das eben entsprechend hinten dran geschrieben werden, ein drittes Tier hinten einfügen. Und dann fügen wir noch ein viertes Wort hinten ein. Also Tiere sind das hier zufälligerweise alles, also immer deutsch-englische Wortpaare sind das natürlich. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir den Hasen einfügen, aber auch schon, dass unser Dictionary eine kleine Merkwürdigkeit aufweist, es ist nämlich nicht sortiert. Wir fügen die Elemente einfach immer hinten an und es ist nicht alphabetisch sortiert, wie wir das normalerweise von einem Wörterbuch erwarten würden. Warum? Nun, das Einfügen würde viel komplizierter werden, wenn wir das machen würden. Das Nachschlagen wird allerdings auch gewisse Vorteile haben. Das gucken wir uns aber später nochmal an. Für den Augenblick machen wir es also einfach so, dass wir immer, wenn wir ein neues Wort haben, wir es einfach hinten anfügen. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie können wir diese Methode jetzt umsetzen, also die Methoden Lookup, Insert, Remove und ToString. Und ich beginne mal mit der Methode Insert, mit der möchte ich anfangen, dass wir also zunächst einmal zeigen, wie können wir jetzt also ein neues Wort hier in unser Wörterbuch einfügen. Nun, das funktioniert so, dass wir einen Key und einen Value übergeben bekommen, also Hirsch und Deer beispielsweise eben als Begriffe, als deutsches und als englisches Wort übergeben bekommen. Das sind unsere beiden Parameter. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen zunächst einmal überprüfen, ob das Wort schon im Wörterbuch vorhanden ist. Dafür können wir die Methode Lookup verwenden. Die werden wir dafür noch schreiben müssen. Zum Glück verfügt unser Wörterbuch ja über eine solche Methode, aber noch haben wir sie nicht. Trotzdem, wir sind ja vorausschauend, wir wissen, dass wir diese Methode gleich noch schreiben werden. Deshalb werden wir die gleich verwenden und wir wissen ja auch schon, das hatten wir schon festgelegt, dass die Methode Lookup false zurückliefern soll, wenn der Schlüssel nicht im Wörterbuch enthalten ist. Das heißt also, wenn this.lookup für den Schlüssel, den wir gerade übergeben bekommen haben, gleich false ist, dann wissen wir, dass in unserem Wörterbuch noch kein entsprechendes Wort unter diesem Schlüssel gespeichert ist. Und das bedeutet, wir können jetzt dieses Wort selber einfügen. Dafür bauen wir ein neues Wortobjekt zusammen, New Word Key Value. Also wir haben den Key und den Value haben wir übergeben bekommen. Daraus bauen wir jetzt ein Wortobjekt zusammen. Und dieses Wortobjekt fügen wir jetzt wo ein? Naja, in unsere interne Datenstruktur natürlich. Und unsere interne Datenstruktur ist im Moment ein Array. Und an das Array können wir einfach hinten etwas anfügen, indem wir Push aufrufen. Also this.data.push von New Word Key Value sorgt dafür, dass ein neues Wortobjekt erzeugt wird. Und dieses Wortobjekt in das Array eingefügt wird, und zwar an die hinterste Stelle. Und anschließend wissen wir, das hat funktioniert, und deshalb können wir jetzt true zurückgeben. Fertig. Wenn hingegen this.lookup-key nicht false ist, also true ist mit anderen Worten, dann muss das Insert umgekehrt aber false zurückgeben. Denn wenn das Objekt ja schon gefunden wurde, der Eintrag gefunden wurde mit dem entsprechenden Schlüssel, dann bedeutet das, wir dürfen auf keinen Fall einen neuen Wert einfügen. Und nicht einfügen, hatten wir gesagt, dann soll Insert false zurückliefern. Auf diese Art und Weise haben wir also jetzt sichergestellt, dass ein neues Wort eingefügt wurde, wenn es zu dem entsprechenden Schlüssel noch kein Wort gab. Und wir geben true zurück, wenn das funktioniert hat, und false zurück, wenn das eben nicht funktioniert hat. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir dieses Lookup implementieren. Wie gucken wir denn jetzt bitte schön nach, ob ein Wort in diesem Wörterbuch schon enthalten ist? Gut, da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das Array von vorne bis hinten zu durchlaufen, also unsere interne Datenstruktur, also was im Moment eben ein Array ist, das müssen wir von vorne bis hinten durchlaufen. Denn wir haben ja keine Ahnung, wo in diesem Array dieser Hirsch vielleicht schon stehen könnte. Nehmen wir nicht den Hirsch, und da war das Wörterbuch ja noch sehr klein, nehmen wir eben zum Beispiel den Hasen, als der eingefügt wurde. Wir wussten nicht, wo wir suchen sollen. Wir können ja nicht sagen, wir müssen am Anfang gucken oder in der Mitte oder am Ende oder sowas. Wir haben ja keine Ahnung, wie das Wörterbuch aufgebaut ist. Es ist ja unsortiert und das heißt, wir haben keine andere Wahl als das, was wir bislang übrigens auch schon immer gemacht haben, in allen vergangenen Implementierungen, die wir gemacht haben. Wenn immer wir ein bestimmtes Element suchten, bei der Bücherliste beispielsweise neulich, die wir umgesetzt haben, mussten wir immer das komplette Array von vorne bis hinten durchlaufen. Das hat gewisse Nachteile, wenn man das so macht, aber im Moment können wir das nicht anders. Das heißt also, wir machen das ähnlich, wie wir das neulich bei den Bücherlisten gesehen haben, genauso wieder. Wir nehmen uns eine Schleife her,
Die läuft los von 0, die läuft durch das gesamte Array. Wie lang ist das Array? Das interne Array ist this.data. Das hat length viele Elemente, also läuft i, solange es kleiner als this.data.length ist. Und wir erhöhen i in jeder Runde um 1. Und wir überprüfen jeweils, ob der Key, den wir übergeben bekommen haben als Parameter, identisch ist zu dem Key des gerade betrachteten Elements im Array. Das heißt, wir gucken also nach, wenn wir den Hasen suchen, gucken wir als erstes uns das nullte Element an, das ist der Hirsch gewesen. Ist der Hirsch heißt Hirsch zufällig das gleiche wie Hase, also haben die den gleichen Schlüssel, ist das deutsche Wort identisch, das ist natürlich nicht der Fall. Also gucken wir uns das nächste Tier an, das Schaf, dann den Wal und so weiter, bis wir irgendwann beim Hasen angekommen sind. Und wenn die beiden Wörter übereinstimmen, also der übergebene Wert, der übergebene Schlüssel, Hase, stimmt mit dem Schlüssel unseres Wörterbucheintrags, den wir gerade betrachten, Hase, überein, dann wissen wir in dem Moment, jetzt haben wir es gefunden und können jetzt das entsprechende englische Wort dazu, was ja im Value gespeichert ist, zurückgeben. Das heißt, unsere Methode Lookup liefert in diesem Fall thisDataI.value zurück. Wir erhalten also die englische Übersetzung zum Hasen. Wenn wir dagegen niemals eine Übereinstimmung finden, dann läuft unsere Schleife bis zum Ende durch. Wir haben nie eine Übereinstimmung gefunden und wir wissen also, dass der gesuchte Schlüssel im Array nicht enthalten war. Und in dem Fall geben wir false zurück, weil wir ja nun sagen können, tut mir leid, zu dem Schlüssel haben wir keinen Eintrag gefunden. Und das ist genau das, was Lookup machen sollte, sollte in diesem Fall false zurückgeben. Wenden wir uns jetzt dem Löschen von Objekten zu. Wie können wir das machen? Wie können wir einzelne Wörter hieraus löschen? Wir sehen schon, dass der Code einigermaßen kompliziert ist. Woran liegt das? Nun, wir hatten neulich ja schon diesen Effekt gehabt, dass wir, wenn wir aus einer Liste beispielsweise, also aus einem Array, irgendwo mittendrin etwas herauslöschen, dann entstehen Lücken in diesem Ding. Und das möchten wir hier vermeiden bei dem Wörterbuch. Und deshalb gehen wir folgenden Trick. Wir sehen das da oben in diesem kleinen Diagramm, was ich hier aufgemalt habe. Wenn wir irgendwo ein Element gefunden haben, in diesem Fall ist es das dritte Element, das soll gelöscht werden. Also wir kriegen ja wieder einen Schlüssel übergeben, also zum Beispiel Wal, und wollen den Wal aus unserem Wörterbuch löschen. Wir müssen also jetzt wieder unser Array durchsuchen, bis wir das entsprechende Element gefunden haben. Wenn wir es gefunden haben, könnten wir es theoretisch einfach entfernen, da nichts hineinschreiben. Dann haben wir aber hier ein undefiniertes Element mitten in unserem Wörterbuch und dann hätten wir sozusagen ein Loch da drin, wenn man so möchte. Das möchten wir vermeiden. Und deshalb gehen wir kurzerhand so vor, dass wir einfach das letzte Element nehmen und das in dieses Element hineinpacken und das letzte Element dafür löschen. Das heißt also, das letzte Element wird in die gerade frei gewordene Stelle hinein verschoben. Hinten müssen wir es natürlich entfernen, sonst wäre es ja zweimal drin, das darf nicht sein. Aber vorne könnten wir es eben einfach einfügen und dann hätten wir eben keine Löcher da drin. Jetzt kommt noch eine kleine zusätzliche Komplikation, nämlich, was machen wir denn, wenn das ausgerechnet das letzte Element gelöscht werden soll? Dann funktioniert der Mechanismus so nicht. Dann müssen wir ja direkt das letzte Element löschen und dann dürfen wir das letzte Element nicht erst irgendwo anders hin verschieben oder sowas. Und das macht diese Methode Remove jetzt ein kleines bisschen kompliziert. Lassen wir uns die einmal auf der Zunge zergehen. Was machen wir der Reihe nach? Also, wir bekommen einen Schlüssel übergeben, Wal beispielsweise. Jetzt laufen wir wieder durch unser Array durch, genau wie wir das eben bei der Methode Lookup gesehen haben, machen fast genau das Gleiche. Nur wir können die Lookup-Methode nicht verwenden, weil die uns nicht sagt, an welcher Stelle wir das Element denn gefunden haben. Die sagt uns nur, ich habe es gefunden und gibt dann den entsprechenden englischen Begriff zurück. Oder sie sagt einfach, ich habe es nicht gefunden. Wir brauchen aber jetzt die Position. Deshalb müssen wir hier im Grunde genommen dasselbe wie eben bei dem Lookup nochmal machen, nur dass wir innerhalb der if-Abfrage, wenn wir das Element gefunden haben, was anders tun. Also wir laufen wieder unser Array durch. For let i gleich 0, i kleiner this data length i++. Das komplette Array wird von vorne bis hinten durchlaufen. Und wir überprüfen in jeder Runde, ob der Schlüssel, den wir übergeben bekommen haben, übereinstimmt mit dem Schlüssel des gerade betrachteten Objekts. Jetzt müssen wir einmal überprüfen, ob wir uns nicht an der letzten Stelle überprüfen. If i kleiner this.data-length minus 1. Wenn wir uns also nicht beim letzten Element befinden, das ist also die Situation, die wir da oben haben, irgendwo mittendrin haben wir das Element gefunden und das soll jetzt gelöscht werden. Was machen wir dann? Dann nehmen wir das letzte Element und des Arrays, und das wissen wir, das kriegen wir mit this.data-pop. Pop liefert uns das letzte Element, es entfernt es aus dem Array und wir haben es jetzt quasi in der Hand und was machen wir mit dem Objekt? Das stecken wir jetzt genau an die aktuelle Position, wo wir gerade stehen. Das heißt, this data an der Stelle i bekommt dieses letzte Element übergeben. Wir brauchen keine neuen Wörter zu erzeugen. Wir nehmen einfach das Wortobjekt, was wir da haben und verschieben es an diese Position. Das haben wir mit dieser Anweisung erreicht. Jetzt müssen wir uns noch diesen else-Fall angucken. Wenn i gerade gleich this.data.length minus 1 ist, größer als dieser Wert kann es nie werden. Dafür sorgt unsere For-Schleife ja. I wird niemals größer als this.data.length minus 1 sein.
Das heißt, wenn es also gleich diesem Wert ist, dann kommen wir in diesen else-Zweig hinein und dann machen wir einfach nur this.data.pop. Das heißt, wir entfernen einfach nur das letzte Element. Wir wollen es ja gar nicht zurückgeben. Wir ignorieren den Rückgabewert einfach. Wir lassen das Element gewissermaßen verpuffen. Das Wort verschwindet, es ist nicht mehr im Wörterbuch enthalten. In beiden Fällen machen wir anschließend return true. Gucken wir uns das Ganze also jetzt noch einmal von innen nach außen an. Innen drin haben wir also diese if-Abfrage mit der else-Bedingung dabei. Die überprüfte nur, ob es sich um das letzte Element oder nicht das letzte Element handelt. Und in jedem dieser beiden Fälle können wir das Element entfernen. Wir wissen ja auf jeden Fall, wir haben einen Schlüssel gefunden, der mit dem Schlüssel des aktuell betrachteten Objektelements übereinstimmt. Das ist diese äußere if-Abfrage gewesen. If key gleich this.data an der Stelle i.key. Wenn das also übereinstimmte, dann können wir auf jeden Fall das Element entfernen. Und dazu gehört jetzt eben entsprechend dieses Return True, was wir hier sehen. Wir geben also dann in dem Fall genau True zurück, sagen also, ja, das Element konnte entfernt werden. Mit dem Return True endet auch die Ausführung dieser Funktion. Sobald wir ein Return erreicht haben, wird die Abarbeitung der Funktion abgebrochen und wir gehen an die aufrufende Stelle zurück. Die Kontrolle ist also wieder beim Aufruf, an der aufrufenden Stelle im Hauptprogramm oder wo auch immer das gewesen ist. Wir kommen also nur dann zu der Anweisung Return False, die ganz unten steht, als allerletztes noch, die ja außerhalb der For-Schleife steht. Dort kommen wir immer nur dann an, wenn wir das komplette Array von vorne bis hinten durchlaufen haben und niemals eine Übereinstimmung mit dem Schlüssel gefunden haben. Wenn es eine Übereinstimmung irgendwann gegeben hätte, wären wir irgendwann bei dem Return True rausgekommen. Nur wenn es sie nicht gibt, kommen wir bei dem Return False raus. Und das heißt also, in dem Fall würde unsere Methode Remove entsprechend False zurückliefern. Also der Schlüssel konnte nicht entfernt werden, beziehungsweise das Element konnte nicht entfernt werden, weil es keinen entsprechenden Schlüssel dazu gab. Bleibt zu guter Letzt noch die Methode toString, die ich gerne umsetzen wollte. Die gehört, wie gesagt, streng genommen nicht zu dem Wörterbuch dazu, aber auch die wollte ich hier gerne einmal zeigen. Wir wollen einmal das ganze Wörterbuch ausgeben können. Wie machen wir das? Nun, ähnlich wie wir das schon mehrfach an anderer Stelle gesehen haben, wir müssen im Prinzip nur unser komplettes Array von vorne bis hinten durchlaufen. Wir bauen uns in einer Resultatvariable einfach eben eine Zeichenkette zusammen. Result ist zunächst die leere Zeichenkette. Wir durchlaufen das Array von vorne bis hinten, wie üblich unsere Schleife, die wir da haben, und hängen jeweils das aktuelle Element an. Das aktuelle Element wissen wir ja, das ist ein Wortobjekt. Wortobjekte wissen, wie sie sich ausgeben, nämlich als Absatz, deutsches Wort, Doppelpunkt englisches Wort, hatten wir uns vorhin überlegt. Und so werden also alle Wörter nacheinander angefügt und das wird als Zeichenkette zurückgegeben. Was wir an dieser Stelle auch schon sehen, ist allerdings, wir kriegen ein unsortiertes Wörterbuch zurück. Das ist für den Benutzer gar nicht schön. Wenn wir das anders haben wollten, müssten wir jetzt erst noch irgendwie uns ein paar Gedanken dazu machen, wie man vielleicht ein solches Wörterbuch auch sortieren könnte. Das machen wir aber nicht an dieser Stelle. Die Gedanken, die ich mir an dieser Stelle gerne nochmal machen möchte, ist, wie ist denn eigentlich das Laufzeitverhalten dieses Wörterbuchs? Wie aufwendig ist denn das eigentlich? Überlegen wir dazu einmal, was wir für die einzelnen Operationen machen müssen. Zunächst mal für das Einfügen eines neuen Wortes. Was wir machen müssen ist, dass wir, das klingt zunächst mal sehr einfach, wir müssen ja das neue Element nur hinten anfügen, aber tatsächlich ist es so einfach nicht. Wir müssen ja erstmal nachgucken, ob irgendwo das Wort schon vorhanden ist. Das heißt, wir müssen erstmal das komplette Wörterbuch von vorne bis hinten durchlaufen, im schlimmsten Fall. Im günstigsten Fall finden wir das Wort schon ganz vorne, aber im schlimmsten Fall finden wir es als allerletztes das Wort, ach, das ist ja schon da drin, also der Schlüssel ist schon vorhanden, dann können wir es nicht einfügen. Das heißt, wir durchlaufen auf jeden Fall erst einmal das komplette Array im ungünstigsten Fall und können dann erst sagen, jo, jetzt können wir es einfügen und dann hängen wir es hinten dran. Das Einfügen selber ist dann also gar nicht mehr kompliziert, aber das Nachschlagen am Anfang, ob das Wort vielleicht schon, beziehungsweise ob der Schlüssel schon vorhanden ist im Wörterbuch, das ist genau das, was es sehr aufwendig macht. Und wenn wir sehr große Wörterbücher haben, stellen wir uns jetzt mal nicht irgendwie 10 Objekte vor, sondern stellen wir uns mal vor, unser Wörterbuch besteht aus 1 Million Einträgen. Dann bedeutet das, wir haben 1 Million Schritte, bis wir dann tatsächlich erstmal sagen können, ja, das Einfügen ist okay, es gibt noch kein Wort mit diesem Schlüssel. Und erst dann können wir also mit dem Einfügeprozess beginnen und der Einfügeprozess ist dann 0, nichts erledigt. Da müssen wir nur einmal hinten an das Array-Element anfügen und das geht sehr schnell. Die Wortsuche, das ist die zweite Methode, die wir hatten, die ist damit also das eigentliche Problem, weil wir eben von vorne bis hinten das ganze Ding durchlaufen müssen. Das hatten wir bei dem Lookup auch gesehen. Auch da müssen wir eben alles durchsuchen, von vorne bis nach hinten. Wir könnten jeweils dafür sorgen, dass wir, wenn wir das Wort eingegeben haben, eine Methode schreiben, die uns das Ding neu sortiert, das komplette Wörterbuch. Nur das Sortieren ist ebenfalls sehr aufwendig. Das kann sich unter bestimmten Umständen lohnen, aber in der Regel wird es sich nicht lohnen. Das Kernproblem, was wir also haben, ist beim Einfügen, aber wenn wir mal genau hingucken, natürlich auch beim Nachschlagen, da ist das logisch, aber insbesondere auch nochmal beim Entfernen.
dass wir eben erstmal das richtige Wort suchen müssen, also sprich den Schlüssel suchen müssen in dem Array. Und dafür müssen wir eben dieses Array von vorne bis hinten durchlaufen, weil wir eben keine Sortierung haben. Und deshalb müssen wir Element für Element für Element angucken. Diese Schleifen, hatten wir auch schon gesehen, brechen zum Teil früher ab, nämlich wenn der Schlüssel früh gefunden wird. Das heißt, wir haben keine konstante, keine feste Laufzeit, die wir hier angeben können, sondern die Laufzeit hängt gewissermaßen davon ab, ob wir Glück haben oder Pech haben. Wenn wir Pech haben, finden wir nämlich den richtigen Schlüssel erst im letzten oder vorletzten Element, dann sind wir praktisch das gesamte Wörterbuch durchlaufen. 1 Million Einträge heißt eben 1 Million Vergleichsoperationen, die wir durchführen müssen. Wenn wir Glück haben, haben wir immer nur den Hirschen gesucht, also immer ein Element, das weit vorne steht, als direkt suchen, finden oder entfernen wollten. Das wäre schon ein riesiger Zufall. Und jetzt kann man sich überlegen, wie lange braucht man denn so im Durchschnitt? Da machen wir nächste Woche ein paar Gedanken uns dazu, das wollen wir in dieser Woche noch nicht vertiefen. Die Frage, die man sich jetzt aber stellen kann, und da kommen wir jetzt richtig in die Informatik hinein, nämlich in die sogenannte Algorithmik, also die Überlegung eben, was gibt es für Algorithmen und Datenstrukturen, mit denen man so etwas geschickter hinbekommt, als wir das jetzt gerade hier angestellt haben? Und da gibt es zwei mögliche Strategien. Die eine besteht darin, dass wir eben, anders als wir es hier jetzt gerade gemacht haben, eben doch eine sortierte Liste pflegen und dann in dieser Liste geschickt suchen. Das hat gewisse Vorteile, es hat aber auch gewisse Nachteile. Und über die werden wir uns in der nächsten Woche Gedanken machen. Und das Zweite, was wir machen können, ist, dass wir eine ganz andere Datenstruktur verwenden, die vielleicht in der Lage ist, die Vorteile zu nutzen und die Nachteile dennoch zu vermeiden. Sie wird auch kleine Nachteile haben, aber die Nachteile sind vielleicht so geringfügig, dass wir sie in Kauf nehmen. Einer der Nachteile wird insbesondere sein, dass die Implementierung erheblich komplizierter wird. Und das ist, wie gesagt, etwas, was wir uns in der nächsten Woche angucken wollen. Da wollen wir uns also Gedanken dazu machen, wie man zum einen eben über Effizienz sich nochmal Gedanken machen kann, wie man zum Zweiten verschiedene Strategien verfolgen kann, wie man eine solche Datenstruktur eben effizienter hinbekommt. Damit sind wir mit dem abstrakten Datentyp Wörterbuch durch, einer Datenstruktur, die sehr flexibel einsetzbar ist, die sehr umfangreiche Anwendungen hat. Wie gesagt, eben nicht nur für Wörterbücher, sondern für alle möglichen Dinge, wo man etwas nachschlagen möchte. Im Grunde genommen so etwas wie Datenbanken beispielsweise, wobei wir jetzt nicht über solche SQL-Datenbanken reden, was es auch gibt, sondern eine andere Art von Datenbanken, aber eben solche Schlüsselwertpaare beispielsweise, die wir haben, wo wir eben nach einem Schlüssel suchen wollen, einen Wert dazu zurückgeliefert bekommen, den wir eben dynamisch aufbauen können, indem wir eben neue Elemente hinzufügen können und wo wir auch Elemente entfernen können. Und das, wie gesagt, braucht 3 Operationen. Das sind die 3 Methoden, die wir dann eben für das Wörterbuch vorgesehen haben, Insert, Lookup und Remove. Man könnte sich noch ein Update dazu vorstellen und wir haben, damit wir gucken können, was passiert, auch noch eben eine zusätzliche Methode toString uns ausgedacht. Die muss man nicht unbedingt haben, weil man das Wörterbuch vielleicht gar nicht unbedingt als Ganzes ausgeben möchte. Aber wir haben das an dieser Stelle mal mit vorgesehen. Und insbesondere werdet ihr einen Beispielcode zu dieser Vorlesung, den könnt ihr euch gerne angucken. Der steht als ZIP-Datei in Panda zur Verfügung. Da habe ich also dieses Ganze einmal umgesetzt und da könnt ihr mal euch anschauen, wie das Ganze denn funktioniert und dass man wirklich mit diesem Wörterbuch auch durchaus arbeiten kann, wenn man denn möchte. Das soll aber nicht mehr Gegenstand dieses Videos sein, sondern das ist, wie gesagt, freiwillig für denjenigen oder diejenigen, die sich das gerne noch einmal angucken möchte. Damit soll es das für diese Woche gewesen sein und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage wie immer Tschüss.